Das One Piece Kapitel 1107 trägt den Titel Ich habe nach dir gesucht. Diese unglaublich interessante Ausgabe zeigt den Kampf zwischen Ruffy und Saturn, zumindest einen unglaublich massiven Schlag, und deutet Sanjis Kampf gegen Kizaru an, während die Blackbeard-Piratenbande eingetroffen ist. Allerdings erwarten uns einige weitere unglaubliche Ereignisse in One Piece Kapitel 1107, wobei ein herausragendes Highlight Ruffys neuer Gear 5 Angriff ist, den er gegen Saturn einsetzt. Auch Blackbeards großes Ziel wird offenbart, während Saturn entsetzt über die Anwesenheit und die mutmaßlichen Absichten der Blackbeard-Piratenbande ist. Aber auch Dr. Vegapunks möglicher Tod könnte noch zu einem unglaublichen, tragischen Höhepunkt des Egghead-Bogens führen. Aber fangen wir mal chronologisch an. Das Kapitel beginnt zunächst mit dem Fokus auf die Riesenpiraten Boogie und Woogie, Eumio und Kashi. Alle sind anwesend, ebenso wie andere Riesenpiraten, die wir allerdings noch nicht getroffen haben und in dieser Szene noch unbenannt bleiben. Sie alle greifen die Marineschiffe an, an denen sie vorbeifahren, während sie auf Egghead zusteuern. Lissop, Nami, Chopper und Vegapunk Edison werden dann gezeigt, wie sie die Ankunft der Riesenpiraten beobachten. Wobei Lissop unter Tränen zu sehen ist, als er die Riesenpiraten durch ein Fernglas betrachtet. Es wird hier übrigens nochmals betont, dass seine Gruppe zu diesem Zeitpunkt immer noch aus Nami, Chopper, Nico, Robin und Edison besteht. Dann erscheint eine kurze Rückblende, in der die Ereignisse des Arcs von Little Garden in einem kurzen Panel zusammenfasst und in Chibi-Versionen der Strohhüte sowie von Boogie und Woogie zeigt. Während Lissop sagt, sie sind nicht hergekommen, um Krieg zu führen, sondern sie sind hergekommen, um uns zu helfen. An dieser Stelle kann man nur zu den ersten Momenten des Kapitels sagen, der Elbaf-Arc rückt immer und immer näher und das große Wiedersehen zwischen der Strohhut-Piratenbande und den Riesen könnte ein wirklich schönes Wiedersehen werden. Anschließend zeigt das One Piece Kapitel dann, wie Vegapunk Edison etwas sagt, was zu einem Perspektivwechsel zu Brook und Vegapunk Lilith führt. Die beiden sind kurz davor, die Thousand Sunny von der Klippe zu schieben, aber Lilith scheint besorgt über etwas zu sein, wenn man ihren Ausdruck richtig betrachtet, während Jinbei immer noch auf dem Weg zu Zoro und Rob Lucky ist. Der Fokus verschiebt sich dann auf diesen erwähnten Kampf, bei dem Rob Lucky Zoro verspottet und etwas sagt wie, dass sie Egghead nicht ohne ihn verlassen können, während ihr Kampf weiter und weiter geht. An dieser Stelle müssen wir natürlich ganz klar über diesen Kampf und über diese Szene sprechen, denn trotz der ganzen Sympathie für Lorin und Zoro, einen unglaublich massiven und talentierten Schwertkämpfer, scheint er gerade erhebliche Probleme gegen Rob Lucky zu haben. Denn wenn man das Ganze objektiv betrachtet, trotz der ganzen Zoro-Liebe, muss man sagen, Zoro sieht auf den Bildern ziemlich angestrengt und ein wenig besorgt aus, aufgrund dessen, da er diesen Kampf eigentlich so schnell wie möglich beenden möchte, da er nicht so viel Zeit hat. Ein Rob Lucky hält ihn definitiv massiv und sehr gut in Schacht und hat alle Zeit der Welt. Und ja, die ganzen Zoro-Hardcore-Fans diskutieren gerade fleißig im Internet und argumentieren, dass Zoro sein Bandana bzw. sein schwarzes Kopftuch noch nicht trägt, was ja immer ein Zeichen ist, dass Zoro nicht bei 100% ist. Allerdings muss man hierbei fairerweise sagen, trotz Rob Lukys erwachter Zoan-Form wissen wir auch nicht, ob er bei 100% ist. Man muss hier einfach fairerweise objektiv sagen, Zoro steckt aktuell ein wenig in Klemme und versucht gerade so schnell wie möglich den Kampf zu beenden. Rob Lucky macht es ihm gerade nicht leicht und es ist ein Kampf auf Augenhöhe. Die Ausgabe wechselt dann an die Küste von Egghead, wo die Mark 3 Pazifist-Einheiten aufgrund von Bonnie Befehl weiterhin die anwesenden Marineschiffe zerstören. Der Vizeadmiral mit den vielen Kinnpartien, dessen Name Red King lautet, übernimmt die Situation und scheint einige der Mark 3 Pazifist-Einheiten tatsächlich zu besiegen. Er befiehlt den kleineren Schiffen, sich von der Küste Eggheads fernzuhalten und größeren Schiffen auf die Pazifister zu schießen, nachdem er etwa 30 kleine und mittelgroße Schiffe an sie bereits verloren hat. Das Kapitel wechselt dann zurück in den Bereich, wo sich Saturn und Co. befinden. Doch zuerst sehen wir, wie Ruffy und Bonnie ein kurzes Gespräch miteinander führen. Wobei Bonnie unter Tränen ist und Ruffy sie fragt, warum sie weint. Sie sagt, sie habe nach ihm gesucht und nennt ihn hierbei Nika. Dies veranlasst Ruffy zu sagen, dass er die ganze Zeit hier gewesen sei und zu fragen, was ein Nika ist, bevor er erkennt, dass Dr. Vegapunk extrem verletzt zu sein scheint. Und das bestätigt erneut die Vermutung, dass Ruffy keine Ahnung hat, wer Nika, wer der Sonnengott ist und was seine wahre Bestimmung bezüglich seiner Hitoetonomie
Modell Nika zu sein scheint. Anschließend wendet sich Ruffy zornig an Saturn und fragt, wie es dem Mitglied des Gorosei einfallen kann, einen seiner Freunde so sehr zu verletzen. Ruffy spricht ebenfalls dann nochmal mit Bonnie und sagt ihr, dass ihr letzter Angriff super schwach war, was sie dazu bringt, darum zu bitten, den echten Schlag des Nika zu sehen. Doch Saturn greift dann Ruffy mit seiner Augenkraft an und wirft dann Ruffys Kopf zurück. Er zeigt jedoch, dass er es aushält und in Ordnung ist. Anschließend sieht man dann, wie Ruffy Bonnie sagt, sie solle zuschauen und lernen, während er einen neuen Move namens Dawn Gatling vorführt. Nachdem er Saturn mehrmals ins Gesicht geschlagen hat, schleudert er das Gorosei-Mitglied und lässt es erneut in mehrere Gebäude auf Egghead krachen. Währenddessen versuchen dann Franky und Vegapunk Atlas, Bonnie, Kuma und Dr. Vegapunk für einen großen Rückzug zu sammeln. Marineadmiral Kizaru versucht anschließend, einen Überraschungsangriff auf Bonnie und Kuma zu starten, aber Sanji fängt den Laserstrahl zum Glück ab und tritt ihn ohne Probleme weg. Kizaru zeigt einen schockierenden Ausdruck, den man bei ihm noch nie zuvor gesehen hat, während Franky das klassische erschrockene Gesicht von Enel präsentiert. Anschließend tauschen Sanji und Kizaru einige Worte aus, während Atlas, Franky, Kuma und Bonnie sich zurückziehen. Dabei weist Franky darauf hin, dass er gerade einen Laserstrahl weggetreten hat, woraufhin Sanji antwortet, dass Liebe heller als Licht leuchtet. Und das war der Beginn für Franky, Bonnie, Kuma und Vegapunk Atlas, den Rückzug zur Küste, wo die Thousand Sunny sein wird. Sie lassen jedoch Dr. Vegapunk zurück, als Blut aus seinem Mund fließt, was laut dem Kapitel darauf zurückzuführen ist, dass der Wissenschaftler sagt, er werde sterben, wenn sie ihn jetzt hier fortbewegen würden. Das heißt im Klartext, Dr. Vegapunk weigert sich, mit ihnen zu gehen und behauptet, dass er aus seinem medizinischen Wissen heraus weiß, dass er, wenn er sich jetzt bewegen wird, sicher sterben wird. Sanji und Ruffy, die allen Anschein auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben sind, stehen dann auf, um Kizaru zu blockieren. Dies bedeutet wahrscheinlich, ihn daran zu hindern, Dr. Vegapunk und all die anderen anzugreifen. Die Ausgabe schneidet dann zu Saturn, der aus den Trümmern der Gebäude auftaucht, die auf ihn gefallen sind. Als plötzlich zwei Mitglieder der Blackbeard-Piratenbande sich zu erkennen geben, Katharina Devon und Van Oger erscheinen dann vor ihnen und sind schockiert über Saturns scheinbare Kräfte und dass einer der fünf Weisen höchstpersönlich selbst zur Erde herabgestiegen ist. Katharina Devon berührt dann mit ihrer Hand eines von Saturns Beinen, was ihn wütend macht, während sie sagt, dass ihre Mission erfüllt ist. Er fragt sie anschließend, warum sie hier sind, während er bedauert, dass Blackbeard Verbrecher aus Level 6 von Impel Down dazu gebracht hat, ihm zu folgen. Sie behauptet, dass Teach besonders ist, sein Name wird hierbei explizit verwendet. Saturn antwortet, dass auch seine Blutlinie besonders ist, was Devon zur Frage bringt, ob er es bereits weiß. Doch Saturn antwortet jedoch nicht, sondern fragt, was ihr Ziel ist und verweist darauf hin, wie seltsam ihr Verhalten war. Sie antworten beide gemeinsam mit der Welt, während Saturn sie angreift. Denn genau in diesem Moment versucht der scheinbar sehr besorgte Saturn, die beiden anzugreifen, doch Van Oger teleportiert sie jedoch rechtzeitig mit seiner Teufelsfruchtfähigkeit weg. Allerdings scheint Saturn ziemlich besorgt darüber zu sein, dass er sie nicht aufhalten konnte, während er sehr schweigend über die Situation nachdenkt. Das unglaubliche und aufregende One Piece Kapitel endet dann damit, dass die beiden der Blackbeard Piratenbande auf ihr Schiff zurückgekehrt sind. Und als sie sich darauf vorbereiten zu gehen, erscheint Caribou plötzlich vor ihnen und weint vor Glück, ähnlich wie Bartolomeo es mit Ruffy tut. Sein Ziel ist es, sich Blackbeard und dessen Crew anzuschließen und sagt, dass er wegen Blackbeard ein Pirat geworden ist, was höchst gefährlich für die nahe Zukunft sein könnte. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen zu den aktuellen One Piece Kapitel 1107? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy!